Spiel, geduldig ein bisschen. Ich bin kein D-Zug. So. So. Jetzt muss nur die Dose zugehen. Moment. Ja, ihr müsst wissen, dass das Brot meistens etwas zu groß für die kleine Dose ist. Da muss ich das mit etwas Gewalt zusammenpressen, aber meistens klappt es dann doch irgendwann. So, okay, wir machen weiter. Ich frage mich, wer hier mit den Raidern eine Konfrontation begonnen hat. Ich meine, Raider sind jetzt nicht so super stark, aber es waren doch schon ganz schön viele. Was wirklich der heftigste Wahnsinn überhaupt ist, ist, wie extrem schnell unsere Lebensenergie regeneriert. Red Rocket. Inklusive Autowaschanlage. Super. Kann ich nur empfehlen. Echt eine super Anlage, die wir haben. Die mit ihren Splitterminen. Aber die haben hier definitiv eine solide und sehr furchteinflößende Anlage aufgebaut. Ich muss unbedingt daran denken, dass wir noch von Eddie Winter die ganzen Holobänder sammeln müssen. Auch das ist eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall noch lösen möchte. Und ich hoffe nur, dass wir da nicht irgendwie an weitere kleinere Spielfehlerchen geraten, die das vielleicht unmöglich machen. Okay. Da war auch wieder irgendein Gegner. Okay, da haben wir gerade leichte Bildratenprobleme erlebt. Ich weiß nicht warum, aber okay, Kyrie schießt auch auf Distanz. Und ich glaube, Kuchenformen sind aus Aluminium. Ich bin mir nicht ganz sicher. Super, Kyrie. So. Also, ich weiß ja nicht, oder? So, für Fahrgäste ist der Bus nicht so geeignet. Ich meine, der Busfahrer hat einen gemütlichen Sitz, aber für die Fahrgäste wären Sitze auch angebracht gewesen. Aber okay. Ja, wir gehen jetzt auch noch nach oben, keine Sorge. Aber erstmal hier noch etwas näher die Gegend untersuchen, bevor uns noch Raider in den Rücken fallen. Ein weiteres Stimpack. Also wir haben viele Stimpacks gefunden und kaum welche verbraucht. Das ist super. Und sogar Munition. Super, super, super. Radiation King hat hier definitiv ein Machtmetropol an Fernsehgeräten. Kyrie? Was macht die denn da unten? Da spaziert die einfach mal hier quer. Ach, seht mal hier. Die ganzen Werbeschilder. Einfach rausgerissen und hier aufgestellt. Dann marschiert ihr einfach mal quer durch die ganze Karte. Seht mal, von da oben aus ist sie bis hier alleine gelaufen. Munition, Kronkorken, Stimpack. Kronkorken, Mentals, Psycho. Super. Kronkorken, Kronkorken. Kronkorken, Vase. Keramik. Nein, das kommt in die Stromleitung. Nuka-Cola. Ich hätte so gerne T-Shirts von Nuka-Cola. Bald steht ja eine gewisse Gamescom vor der Tür und da freue ich mich schon drauf. Da auf dem Dach sind bestimmt Raider, oder? Ich komme. Der Weg hier führt schon so verdächtig nach oben.
Und da lasse ich mich doch nicht lange abhalten, auch mal nachzusehen. Hallöchen, ich komme, ich komme, ich komme. Hallo. Ah. Okay, kein Raider, aber interessante Wege hier über die Dächer. Und eine schöne Aussicht. Ich glaube, von da hinten kommen wir. Wie weit man doch einfach mal so spazieren kann, oder? Und ich sag ja, genau sowas fehlt doch auch, oder? Dass wir komplett ohne Aufgabe einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Verdammt. Die Rüstung wollte ich sowieso nicht mitnehmen. Fallen lassen. Das war eine runterfallende Rüstung. Wir haben hier irgendwo Raider. Okay, was auch immer der Raider gesehen hat, das dürften nicht wir gewesen sein. Schleichangriff. Boah, es lohnt sich aber. Kuckuck. Warte. Hat das der eiskalte Stimpack benutzt? Darf ja nicht wahr sein. Und du rufst doch laut, ich sehe nichts mehr. Und hier hat er ganz schön viele Fallen installiert. Seht mal. Und da so einen blöden Affen. Du Mistkerl. Da wolltest du echt hier, dass jemand in die Falle läuft. Darf ja nicht wahr sein. Blöd war er ja nicht, oder? Hier noch mehr Fallen. So, nicht schlecht, nicht schlecht. Diese Raider. Und ja, mit der Erweiterung Nuka World habt ihr die Möglichkeit, die Raider nochmal ganz, 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 ganz neu kennenzulernen. Oh, stimmt ja. Mein Lieblingskrater. Na, der hat mir ja gefehlt. Hier waren wir schon mal, wenn sich erinnert. Ich versuche mal zu erkennen, ob wir da irgendwas finden können, da unten. Ich glaube es aber eher weniger. Und hier fallen Schüsse. Hier kämpft ein Zint. Der scheinbar Raider oder. Hat der Sint hier Menschen getötet? Sehe ich das richtig? Okay, den Rest legen wir mal im Nahkampf. Ja, wir sind ja mittlerweile von Fahaber deutlich stärkere Ghule gewöhnt als das hier. Das ist ja beinahe lustig gegen Aluminiumdose. Was mich viel mehr interessiert ist, ob der Sint hier die ganzen Menschen getötet hat. Dieser Sint hier. Noch ein Sint. In der Mülltonne. Es sieht beinahe so aus, als hätten die Sins hier die Menschen getötet. Hier, Plünderer. 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 Das wäre wiederum sehr grausam, oder? Und ein Beweis dafür, dass die Sins gar nicht so friedlich sind, wie ich immer denke. Zumindest nicht alle. Ich sage, es ist moralisch unmöglich, sich hier einer Fraktion eindeutig zu verschreiben. Weil jede Fraktion Fehler hat. Oder
Kyri, such es dir selbst aus. Das ist voll und ganz deine Entscheidung. Die Entscheidung überlasse ich dir. Ach ja, ach ja. So, sanfter Regen, der hier schön das Blut von den Straßen wischt. Was? Schon wieder oben. Also die Raider haben hier diesen Stadtteil definitiv besetzt. Ah, Monsignor Plaza, hier waren wir schon so oft drin. Ja, tut mir leid, Leute, aber diesen Ort hier kennen wir jetzt wirklich auswendig inzwischen. Wir nehmen mal hier alles mit, was wir mitnehmen können, aber spektakulär ist es hier nicht mehr. 248 Simpacks, joa. Boah, damit kann ich leben. Haben wir vielleicht eine Waffenwerkbank? Nein, aber Kronkorken und ein technisches Dokument und eine schicke Haarbürste, die brauchen wir natürlich. Und seht mal hier. Ein Straßensäuberungsfahrzeug. Sowas gibt es heute noch nicht. Zehn Splittergranaten können wir auch demnächst öfter einsetzen. Mass Fusion, oder? Wunderschönes Gebäude. Und ja, wir nähern uns definitiv der Innenstadt von Boston. Legendärer Leuchtender, was machst du denn da allein auf diesem kleinen Inselchen? Da kommt man ja beinahe Mitleid, oder? Falsche Richtung. Falsche Richtung. Mein Lieber, wo willst du denn hin? Nee. Nicht wirklich, Kyri. Na komm, Kyri, helf schon. Ah, wir sind definitiv nicht alleine. Na komm, bleib stehen. Ob das auch ein kleiner Easter Egg ist, dass der hier alleine auf der Insel steht, auf diesem Brett? Ganz ehrlich, wir gehen mal eben rüber. Da ist mir auf lange Sicht die Munition zu schade. Kann es sein, dass die eigentlich gar nicht schwimmen können, die Armen? Nicht trinken! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Brutal automatisch Kampfflinte. Okay. Ich glaube, wir sind überladen. Tatsächlich. Raider-Rüstung wiegt nur 3. Laserpistole wiegt 3,9. Springermesser weg. Abgesägte Schrotflinte wiegt 9. So.
und raus hier aus dem Wasser. Ich frage mich, ob das hier kleine Gags sein sollen. Seht mal hier. Eine Kaffeedose und eine Tasse hier auf dem Floß. Recht merkwürdig, oder? Halte die Augen auf. Oh! Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth-Boy. Ich benutze keinen Stealth-Boy, aber danke für die Vermutung. Wir sind hier wieder mitten in dein Raider-Lager geplatzt. War ja mal wieder klar. Aber wenigstens mein starkes Lager. Granat werfen kann ich auch. So, schnell nachladen. Ich würde mich nur sehr, sehr ungern heilen. Wobei, wir haben genug alternative Heilungsmittel dabei, oder? Moment, aufbereitetes Wasser. Fancy Dance Kuchen, gegrillter Redhirsch, Meierlurk Fleisch. Na komm. Tja. Lebensenergie kaum vorhanden und trotzdem Schaden bis zum geht nicht mehr. Darf ja nicht wahr sein. Und hier wartet am Ende der Brücke schön ein Raider-Lager. Klasse. Aber wir sind nicht die Ersten, die hier unterwegs sind. Es ist ganz merkwürdig. Überall sind tote Raider. Ich glaube, ich habe dich eher gefunden. Wir bräuchten mal wieder eine Waffenwerkbank. Ja, aber der Ausflug lohnt sich, oder? Das einzig Schade ist, dass wir nicht allzu viel hochwertige Munition finden. Vault-Tec Regionalhauptsitz. Ja. Vault-Tec, hört mir auf mit denen. Ah, Supermutanten sind auch nicht so stark inzwischen. Und damit haben wir unser grob markiertes Ziel tatsächlich erreicht. Hier haben wir auch das Mass Fusion Gebäude. Schon wieder ein toter Raider. Wir können hier prima nach oben gehen. Ah, hier ist die Bildrate nicht ganz so toll. Und schon wieder ein toter Raider. Das waren da wohl die Supermutanten. Ja, ja, du mich finden, wenn du mich erstmal suchen. Ein toter Soldat und eine Munitionskiste. Man darf nur nicht vergessen, dass wir keine Powerrüstung tragen. Das heißt, wir haben auch Fallschaden. So viel dazu. Ich hätte viel lieber Simpex, aber den Gefallen tun sie uns ja nicht. Und ja, die Bruderschaft ist auch aktiv. Ja,
Die Bruderschaft ist auch aktiv. Aber ihr wisst ja, die Bruderschaft ist so radikal. Nee, danke. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ich vermute mal, dass dieser Ort, den ich angesprochen hatte, dieses Stonehenge aus Autowracks irgendwo hier sein wird. Ich weiß nicht genau wo, aber ich vermute mal. Wir lassen die mal schön weiterkämpfen und bewegen uns weiter Richtung Süden. Wow. Boah, wow, die kämpfen gerade so solide, die lassen wir mal kämpfen, oder? Boah. Wow. Ja, macht ihr mal. Die Bruderschaft ist sehr aktiv hier im Commonwealth. Ach, und hier wäre der Swan. Genau, da ist er. Seht mal. Der arme Kerl. Die Supermutanten haben sich ihre Existenz ja auch nicht ausgesucht. Darf man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Vor allen Dingen war Swan ja nur jemand, der, ja, andere Leute beeindrucken wollte mit seinen physikalischen und chemischen Kenntnissen. Michael, zerrissener Brief. Okay. Zerrissener Brief, vielleicht hat das etwas mit Swan zu tun. Vielleicht ja, vielleicht nein, ich weiß es nicht. Zerrissener Brief. Wo bist du? Du weißt, wie sehr du mir fehlst, aber es ist zu gefährlich. Wenn du in Diamond City bleibst, bist du zumindest in Sicherheit. Falls dein Entschluss wirklich feststeht, sei vorsichtig. Reise nachts, bleib beim Fluss und was immer du auch tust, geh nicht ins Commonwealth. Oder was meine ich mit Common? Michael. Wir bekommen übrigens Erfahrungspunkte für die Gegner, die durch unsere Freunde der Bruderschaft getötet werden. Naja, hier haben wir Combat Zone. Da sollte bestimmt mehr drin entstehen als bloß ein Ort. Ich bin mir ganz sicher, dass da ursprünglich mal eine Art Arena geplant war. Raron Theater, da waren wir auch drin. Hallo? Hier waren wir auch vor noch nicht allzu langer Zeit, also für mich zumindest. Ihr müsst wissen, dass für euch die ganzen Videos, die ich ja vor einigen Wochen aufgenommen habe, deutlich später erscheinen. Das liegt daran, dass ich quasi am Tag 4 Videos aufnehme. Und jetzt zu sagen, dass bei mir bei 16 Videos gerade mal 4 Tage zurückliegt. Bei euch erscheinen dann diese 16 Videos aber ja, an 16 Tagen. Das heißt, bei euch sind das dann fast 3 Wochen. Deshalb ist für mich alles deutlich zeitnah näher als für euch. Beers. Ach ja, ach ja. Und damit haben wir den Kern von Commonwealth, oder eher gesagt von Boston, einmal vorsichtig durchquert. Sehr vorsichtig und ohne allzu viele Gebäude zu betreten, aber dafür durchquert. Nein! Ich hasse sie. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überstanden. Danke, Güri. Vorsicht, Kyri! Diese Wachbots. Die sind so gefährlich. Aber Aluminium. Das war's wert.
Was ist denn da schon wieder los? Also hier im Commonwealth ist wirklich überall Krieg, oder? Rüstungswerkbank. Ich brauche eine Waffenwerkbank. Eine Power-Rüstungsstation. Ich brauche eine Waffenwerkbank. Perfekt. Okay, zerstören. Zerstören, zerstören, zerstören. Zerstören. Oder eben verschrotten. Nennt es, wie ihr möchtet. So. Employees only. Wir sind momentan Mitarbeiter. Dürfen wir die aufmachen? Nein. Schade. Oh, Kronkork und Stimpax im Spiegel. Sehr schön. Und wer schießt jetzt schon wieder? Wo Ruhekräfte sinnlos walten. Hier im Commonwealth. Diese Kamikaze-Supermutanten, das ist unglaublich. Komm schon. Spüre eine giftige Klinge. Oh Gott, der hat sehr viele Leben. Komm schon. Nein, bitte nicht wehren. Bitte nicht wehren. Alles gut, mein lieber Kriegsherr. Alles super. Und ja, von hinten schießt man auf uns, ich weiß, aber es ist alles gut machbar. Und was ist das denn hier? Es ist davon alles Mutanten, dann haben wir ein Problem. Oh Gott. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl, als würden wir hier auf Gegner treffen, die ich eindeutig unterschätze. Mir scheint das hier ein riesiges Supermutantenlager zu sein. Und ich platze hier rein wie der letzte Idiot. Vor einem Biest habe ich jetzt eher weniger Angst. Der ist auch nicht so stark, der Kriegsfürst. Na komm. Okay, das wird so erstmal nichts. Wir brauchen irgendwas ganz Effektives. Etwas ganz, ganz Effektives. Plasmamine, ja. Hat ja gut geklappt. Momentan sieht es so aus, als wäre nur ich hier unaufhaltsam. Okay, jetzt ist er über uns. Ja, hier sind aber auf jeden Fall sehr viele Gebäude, die wir plündern könnten. Wenn er nicht an jeder Ecke ein Gegner warten würde, kommt schon. Du wolltest es nicht anders. Oh. Wow. Die übertreiben momentan.
Jetzt wäre eine Powerrüstung gar nicht verkehrt, oder? Erlöser, Superhammer. Probieren wir es mal. Hallöchen. Das hat ganz gut funktioniert. Leider ist das alles nicht ganz so effektiv wie gewünscht. Moment, Kronkorkenmine. Ist schon sehr brachial. Aber halbwegs effektiv zumindest. Autsch, ich komme nicht raus, ich komme nicht raus. Das ist sehr unfair. Autsch, okay. Okay. Na kommt schon. Traut euch. Wow. Okay, das war sehr knapp. Alle Supermutanten sind steril. Du auch. Jetzt stirb. Meine Güte. Überlastet, das kann ich mir gut vorstellen. Und der da oben lebt immer noch. Der erste, der uns gestört hat, lebt immer noch. Darf ja nicht wahr sein. Wir nutzen mal ganz schnell die alternative Heilung. Und jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht es mir. Okay, es ist immer noch nicht der letzte, glaube ich. Moment. So. War's das? Ich glaube, das war's. Ja, auch hier sind wir schon mal gewesen. Ich erinnere mich. Ich liebe das Gewehr. Auch hier waren wir schon mal. Munition, Munition. Aber okay, jetzt haben wir einiges zum Plündern. Aber erst beim nächsten Mal. Leute, das war eine kleine Plünderungstour hier quer durchs Commonwealth. Und ich freue mich, wenn es weitergeht mit Fallout 4. Oh Mann, das waren verdammt viele Mutanten, aber wir haben es geschafft. Hurra, hurra, hurra. Tja, und ihr seht, so kann man ganz schnell eine Stunde und 10 Minuten verbringen, indem man einfach einmal querfeld einläuft und so viel entdeckt, so viel sammelt und so viele Kämpfe mitmacht. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Fallout 4. Und ihr seht, bis zur nächsten Erweiterung können wir viel sammeln, bauen und hier entdecken. Bis zum nächsten Mal. Let's go, pal.